Yes, die Zeit ist jetzt reif, die zwei Drohnen mal in ein paar Kategorien gegeneinander antreten zu lassen. Auf den ersten Blick ist es vielleicht nicht ganz fair, eine kleine Mini gegen eine R2S antreten zu lassen. Aber ich sag euch, die Mini 3 Pro, die hat es wirklich faustdick hinter den Ohren und die wildert schon ganz, ganz stark in dem Territorium von der R2S. Deswegen ist es aus meiner Sicht wirklich sinnvoll, genau die zwei Drohnen und keine anderen gegeneinander antreten zu lassen. Und wer als Sieger vom Platz geht, das werden wir in den nächsten Videos gemeinsam rausfinden. Servus, Patrick hier auf dem Pixel und Spätzle-Kanal. Hier geht es um Technik und Techniken für alle Content-Creator, Fotografen und Videografen. Und ihr habt mir so viele Fragen gestellt zur Mini 3 Pro, wie die im Vergleich zur R2S abschneidet. Und deswegen habe ich mir gedacht, muss ich ein Video machen, beziehungsweise ich hätte sowieso für mich selber die Kameras untereinander verglichen. Aber jetzt können wir uns das mal ganz genau anschauen. Die zwei Drohnen sind erstmal rein optisch komplett unterschiedlich und sind eigentlich auch in so einer anderen Kategorie, weil auf der einen Seite haben wir die Mini, also so die Einsteigerserie, auf der anderen Seite haben wir die R2S, also schon was Fortgeschritteneres und ja, wirklich sehr, sehr solides Ding, was einfach immer super gute Qualität abliefert. Und da soll die Mini 3 Pro jetzt an die Qualität von der R2S rankommen. Da müssen wir auf jeden Fall mal uns das genauer anschauen. Warum ich auf jeden Fall anfangs schon die Vermutung hatte, dass die Qualität ja wirklich auf dem gleichen Level sein könnte, ist ganz einfach die neue Kamera. Wir haben bei der R2S den 1 Zoll Sensor mit einer Blende von 2.8 und bei der Mini 3 Pro haben wir jetzt einen 1:1,3 Zoll Sensor, aber dafür eine Blende von f1.7. Also wir bekommen deutlich mehr Licht auf den Sensor, der halt ein kleines bisschen kleiner ist. Da war bei mir die Vermutung erstmal naheliegend, dass die Mini 3 Pro damit vielleicht auf das gleiche Level wie die R2S kommen kann. Wir schauen uns in diesem Video gemeinsam an, wie ist die Performance im Video und welche Unterschiede gibt es denn da. Dann kommen noch zwei Videos, einmal zur Fotoqualität und zur generellen Performance und Features und welche Unterscheidungen es da so gibt. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt auf jeden Fall dran, weil wir steigen gleich in Resolve ein und schauen uns wirklich Pixel für Pixel die Qualität von den Videos an. Und ich sag's euch jetzt schon, es sind einige Überraschungen dabei. Bevor wir jetzt aber loslegen, geht noch ein ganz großes Dankeschön an Globeflight raus. Die haben mir nämlich die Mini 3 Pro einfach zum Testen mal zugeschickt und ausgeliehen. Und so kann ich eben die ganzen Videos für euch machen. Also das ist sehr cool. Und wer sich für die Drohne interessieren sollte, da werde ich natürlich auch den Link unten in die Videobeschreibung packen von Globeflight, weil das sind einfach sehr coole Leute und ich freue mich einfach über die Zusammenarbeit. Jetzt geht's los. Ab in Resolve. Okay, ihr seht ja schon, wir sind in Resolve und schauen uns jetzt gleich ein paar Demo-Clips an. Ich muss euch aber noch einen kleinen Kontext geben, um was es mir jetzt eigentlich geht, beziehungsweise was sollte man zu den Aufnahmen jetzt noch wissen. Was mich interessiert, ist Dynamic Range in den unterschiedlichen Bildprofilen, Lowlight Performance, genau die unterschiedlichen Bildprofile mal gegenübergestellt. Es bietet sich also an, die flacheren Bildprofile, also die mit weniger Kontrast und Sättigung, das D-Log und die Cine-Like mal miteinander zu vergleichen. Vor allem, weil die ja beide jetzt 10-Bit haben, also das ist sehr cool. Auf der anderen Seite die normalen Bildprofile, ganz klar. Und was mich persönlich noch interessiert hat, die Mini 3 Pro hat ja automatisch in 4K30 immer so einen automatischen HDR-Modus aktiv. Und da wollte ich mal wissen, wie ist denn dieser HDR-Modus im Vergleich zum HLG-Bildprofil an der R2S. Gefilmt habe ich immer in der maximalen Auflösung, das heißt die R2S mit 5,4K und die Mini 3 Pro mit 4K. Außerdem muss ich jetzt nur dazu sagen, am Anfang hier bei den ersten Clips, da sollte man vielleicht nicht unbedingt auf den Weißabgleich schauen, weil das habe ich bei den ersten Clips halt so ein bisschen verkackt. Okay, wir starten mal ganz basic. Ihr seht jetzt immer auf der linken Seite das Material von der R2S und auf der rechten Seite die Mini 3 Pro. Und ich habe mit Absicht nicht den Ausschnitt aus der Mitte genommen, sondern wirklich auch immer den rechten oder den linken Teil vom Bild dann, damit wir auch die Ränder mit dem Bild haben und da sehen, ob sich da irgendwas ändert. Wir starten mal ganz easy mit dem normalen Bildprofil. Das ist beides in 8-Bit, nur die Mini 3 Pro hat halt dieses automatische HDR noch mit angewandt.
Und das sieht erstmal alles ganz cool aus. Wenn wir jetzt hier mal ein bisschen weiter reinzoomen, so 100% ist das jetzt. Ja, das sieht wirklich alles sehr gut aus. Wir haben natürlich hier jetzt einfach noch ein bisschen einen Auflösungsvorteil von der R2S, weil die halt in 5,4K filmt. Aber allein von der Bildqualität würde ich sagen, sieht das im normalen Bildprofil auf jeden Fall schon mal sehr ähnlich und sehr gut aus. Vor allem, wenn man den Vergleich jetzt nicht hätte, dann würde man sowieso die Qualität von den Kameras nicht anzweifeln. Im nächsten Schritt habe ich dann mal die flachen Bildprofile verglichen. Achtung, hier, das Bild ist leider außer Fokus. Das kann bei der Mini 3 natürlich eher mal passieren als bei der R2S, weil wir halt hier eine viel offenere Blende haben. Da muss man echt aufpassen. Ja, habe ich einen Fehler gemacht, aber rein von der Belichtung und wenn wir uns das flache Bildprofil anschauen, da geht es auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung. Wenn wir mal in die Color Page rüber wechseln, dann sehen wir ja hier bei den Scopes dann auch, wie sich die Bildprofile verhalten. Also hier Rot, Grün und Blau. In der Mitte ist quasi immer die Trennung dazwischen. Und ja, wir sehen ja hier bei den Scopes, hier unten sind die dunklen Teile des Bildes und hier die ganz hellen Teile. Ja, und da können wir dann einfach das Bild ein bisschen beurteilen und sehen schon, dass das auf jeden Fall ja, in eine ähnliche Richtung geht und das D-Log gar nicht mal so viel flacher ist wie das D-Cine-Like. Da ja beide Bildprofile, flache Bildprofile und 10-Bit sind, lassen die sich dann auch wunderbar graden. Die Mini 3 Pro hat ja automatisch immer das HDR an. Auch hier nochmal der Vergleich HLG versus Auto HDR im normalen Bildprofil. Und ja, da würde ich sagen, also das HLG-Bildprofil ist auf jeden Fall im Dynamic Range da überlegen. Also da kann man auf jeden Fall in den Schatten noch mehr erkennen. Bei den Highlights, also hier in den Wolken zum Beispiel, machen eh beide einen guten Job und haben da sehr, sehr viele Sachen einfach noch gerettet. Wenn wir schon bei Dynamic Range sind, dann macht es natürlich Sinn, auch mal voll Richtung Sonne zu filmen. Hier einfach mal der Vergleich von der Sonne. Da sieht man, dass die bei der R2S deutlich abgegrenzter ist. Rein davon, also von der Lichtquelle, würde ich sagen, gefällt mir sogar das bei der Mini 3 besser. Allerdings, wenn wir hier in die Schatten wieder gehen, ja, dann haben wir auf jeden Fall in der R2S noch ein bisschen mehr Reserve. Aber man muss schon sagen, dass die Mini 3 einfach in dem Standardbildprofil mit dem HLG doch ziemlich gut mithält. Viel interessanter wird es dann aber, wenn wir mal zu schlechteren Lichtbedingungen gehen, weil da trennt sich ja normalerweise die Spreu vom Weizen. Ganz klar, wenn ich gute Lichtbedingungen habe, da brauche ich keinen großen Sensor, da brauche ich keine offene Blende, da kann eine Mini 2 wahrscheinlich auch noch mithalten im normalen Bildprofil. Aber wenn es um schlechte Lichtbedingungen geht, da wird es dann wirklich interessant. Kleiner Break. Wenn dir das Video bis hier gefallen hat, würde ich mich super freuen über einen Daumen hoch. Lass auch gerne ein Abo da, wenn du in Zukunft noch mehr sehen willst. Diese Sachen helfen mir einfach megamäßig weiter, meinen Kanal aufzubauen. Und so kann ich eben in Zukunft noch mehr Videos für euch machen. Außerdem würde mich deine Meinung oder deine Erfahrungen mit der Mini 3 Pro oder der R2S interessieren. Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Also was hältst du von dem Footage und dem Vergleich? Und was ist deine Meinung? Wie kommen die so gegeneinander raus? Welche würdest du bevorzugen? Ich habe mich dafür entschieden, einfach mal bei Sonnenuntergang bzw. so zum Übergang blaue Stunde zu filmen, weil aus meiner Sicht Aufnahmen in der Nacht einfach gar keinen Sinn machen. Da drückt man so viel in die Tiefen runter, dass man dann eh da keine Details mehr sieht oder so. Also weiß ich nicht, da einen Vergleich anzustellen bei einem Nachtflug macht aus meiner Sicht keinen Sinn, beziehungsweise ich fliege halt auch nie in der Nacht, weil die Sensoren da einfach dann doch zu klein immer noch sind. Auch wenn wir hier gute Kameras haben, große Sensoren, aber es ist halt trotzdem noch im Verhältnis zu einer normalen Kamera doch etwas klein. Angefangen wieder mit dem normalen Bildprofil. Wir sehen hier, auf den ersten Blick sieht das alles mal ganz gut aus. Ich zoome jetzt mal wieder rein hier. Wir sehen hier ganz klar wieder, dass wir den Auflösungsvorteil von der R2S haben. Aber ansonsten hält das Bild von der Mini 3 wirklich super krass mit. Also das hätte ich so nicht gedacht. Wir haben hier durch die Auto-HDR-Funktion auch in den Schatten einfach noch mehr Details.
Und das ist schon wirklich klasse. Umgeschalten dann auf D-Log bzw. D-Cine-like. Und ja, hier wird es nochmal deutlicher. Also hier, wenn wir uns diese Baumgruppe anschauen, dann sehen wir einfach hier in dem Bildprofil oder in den Schatten von der Mini 3 Pro einfach noch viel mehr wie hier bei der R2S. Und hier war ich jetzt mal richtig verblüfft, wie stark dann die Mini 3 Pro ist mit dem D-Cine-like-Profil. Hier die Schatten, da kann man nur wirklich viel erkennen. Und bei der R2S, ja, das ist schon auch sehr gut, aber hier, es sieht erstmal ein bisschen besser aus. Klar, Auflösungsvorteil muss man immer dazu sagen, aber ansonsten unglaublich, wie gut das damit hält. Als nächstes habe ich mich ganz einfach mal gefragt, wie schaut das Ganze denn aus, wenn man mal fixe Parameter vorgibt, weil ich habe das jetzt alles im Automatikmodus gefilmt und dann eben eine Belichtungskorrektur vorgegeben. Aber mein Interesse war ja, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass beide eine ähnliche ISO-Performance haben oder eine ähnliche ISO-Charakteristik, weil es ja vom gleichen Hersteller ist, wie schaut es dann aus, wenn ich genau die gleichen Settings bei ISO und Shutter Speed eingebe? Wie ändert sich das Bild bei den beiden Drohnen, weil ich ja ganz einfach hier ein F2.8 Objektiv habe und hier F1.7 und wir sehen da schon, bei gleichen Einstellungen ist die Mini 3 sogar ein Tick heller. Genau, also hier auch die Schatten nochmal besser zu sehen. Wenn wir das Ganze dann machen im normalen Bildprofil, da wird es sogar noch viel deutlicher. Das flache Bildprofil ist ja mit einer flacheren Gamma-Kurve und im normalen Bildprofil, wo wir halt viel Kontrast drin haben, da sehen wir das dann nochmal deutlich stärker, dass die Mini 3 einfach bei den gleichen Settings, was ISO und Shutter Speed angeht, nochmal ein deutlich helleres Bild produziert. Und wenn wir das jetzt mal kurz abspielen lassen, ich bin mir nicht sicher, ob es bei YouTube so rüberkommt, aber wenn wir hier einfach mal in das Feld schauen, dann sehen wir hier bei der R2S einfach deutliches Rauschen oder also in der Vergrößerung sehen wir deutliches Rauschen. Wenn wir das Ganze aber hier bei der Mini 3 anschauen, da ist so gut wie kein Rauschen drin. Also das ist echt verblüffend. Ja, als nächstes dann wieder der Vergleich Mini 3, normales Bildprofil gegen HLG. Beim normalen haben wir ja dieses Auto-HDR drin. Wobei ich sagen muss, bei schlechten Lichtbedingungen macht es eigentlich nicht wirklich Sinn, das HLG-Bildprofil zu verwenden, weil ihr seht schon, da gehen einfach richtig viele Details dann verloren, weil die Schatten einfach so angehoben werden, es ist Rauschen drin. Und da würde ich eher auf normales Bildprofil oder vielleicht noch Log gehen, aber eher normales Bildprofil, vor allem wenn wir hier keine krassen Highlights drin haben, die wir retten müssen. Ganz links hier in der Ecke, beziehungsweise das war ja dann in der Mitte vom Bild. Da seht ihr schon, dass die Sonne jetzt wirklich ganz, ganz tief unten war. Das heißt, wir haben hier ganz viele Schatten. Und auch an den Einstellungen seht ihr schon, ich war jetzt bei einem 60stel Shutter Speed, aber immer noch ISO 100. Und wir sehen hier, das wird dann immer krasser. Also das Bild von der R2S ist jetzt schon sehr, sehr dunkel. Und bei der Mini 3 können wir einfach nur richtig viel erkennen. Und auch beim Rauschen tut sich nochmal einiges, wenn wir die R2S mal anschauen. Da sehen wir, da ist schon ja, ein bisschen Rauschen mit drin. Wenn wir hier aber die Mini 3 Pro anschauen, dann sieht das Ganze einfach nochmal irgendwie deutlich besser aus. Oder es täuscht vielleicht auch ein bisschen. Jedenfalls finde ich das einfach total faszinierend, dass wir hier bei gleichen Settings mit der Mini 3 einfach noch mehr Details da haben und das Bild insgesamt heller ist. Also die Blende 1.7 und der doch relativ große Sensor, die machen schon einen sehr, sehr guten Job. Ja, Log-Bildprofil in solchen Lichtsituationen, ein bisschen grenzwertig, aber okay. Eigentlich gleiches Bild wie vorher auch. Die Mini 3 hält einfach mit. Auch das Rauschen schauen wir uns nochmal an. Ja, und ich muss sagen, ich finde, bei der Mini 3 ist weniger Rauschen im Bild. Das ist sehr verrückt.
Ja, und zu guter Letzt nochmal das HLG-Bildprofil, aber das fällt dann schon ziemlich auseinander. Das würde ich dann auf jeden Fall nicht mehr für solche Lichtsituationen vorziehen. Also meine Erwartungshaltung war ja schon, dass die Mini 3 Pro wirklich gut ist, aber dass sie so gut ist und auch die R2S da einfach keinen großen Vorteil mehr hat, was die Videoqualität jetzt angeht, das hätte ich so nicht erwartet. Wer jetzt kein 5,4K braucht, der ist mit der Mini 3 auch sehr gut bedient, was die Video-Features angeht. Wir haben ja dann auch noch das Vertical Shooting, aber da gehe ich mal in dem anderen Video zu den generellen Features ein bisschen drauf ein. Das ist halt für alle, die jetzt auf Instagram Reels machen oder halt ja Hochkant-Content, ist es eine sehr, sehr coole Sache. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Anforderungen, was die Video-Features jetzt angeht. Aber für mich persönlich und meine Ansprüche muss ich aber sagen, dass jetzt, wo das 10-Bit in die Cine-like-Bildprofil drinnen ist und wir ordentlich Dynamic Range haben und auch gute Lowlight-Performance im Video, muss ich sagen, dass die Mini 3 Pro für mich auf jeden Fall voll der Gewinn ist. Also das ist ein sehr cooles Teil und eigentlich bräuchte ich da wirklich nicht mehr, weil die Qualität vollkommen ausreicht für meine Ansprüche. Wir können also als erstes Fazit für die Videoqualität mal festhalten, dass die R2S und die Mini 3 Pro sich dann nicht viel nehmen. Teilweise ist die Mini 3 Pro ein bisschen im Vorteil, was dann so die Helligkeit vom Bild angeht bei gleichen Settings. Auf der anderen Seite haben wir ein bisschen mehr Auflösung bei der R2S, aber man kann mit beiden einfach nicht viel falsch machen. Und von dem her, ich bin gespannt, was Foto und die anderen Features dann noch machen und wie die beiden Drohnen dann abschneiden. Ja, das war mal wieder ein sehr nerdiger Vergleich von der Videoqualität von den beiden Drohnen, aber ich hoffe mal, dass für dich auch was Sinnvolles und Interessantes dabei war. Wenn es so ist, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere auch gerne meinen Kanal und ja, schreib mir deine Meinung gerne unten in die Kommentare und lass uns da so ein bisschen austauschen. Zusätzlich habe ich noch meinen Discord-Server, da könnt ihr auch drauf joinen, also auch das ist in der Videobeschreibung, wenn ihr da dabei sein wollt und da können wir uns auch noch ein bisschen austauschen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich bin raus für heute. Ciao.